Guten Tag, meine Damen und Herren. Es begrüßt Sie Thomas Bob zu einem Update zur Artikelserie Trading mit Saisonalitäten auf Seite 22 im Mai-Magazin von Traders. Haben wir heute die Aktie Alexion Pharmaceuticals im Angebot. Die sollte man zum 22.05. kaufen und halten bis zum 6.10.2015. Hier sehen wir schon mal diesen Einstiegstag. Ich habe jetzt mal diesen grünen Balken einen Tag nach links verschoben, damit man das sieht. Wenn ich den hier draufsetze, sieht man nicht, dass gestern die Aktie, dass am Freitag die Aktie schon 2% zugelegt hat. Bevor wir aber uns die Aktie hier jetzt genauer anschauen, nochmal kurz auf die erste Aktie in diesem Monat, Ruby Tuesday. Hier haben wir sie. Die sollte ein Short-Kandidat sein, wenn die Aktie unter 6,60 Dollar abrutscht. Und hier sehen wir den Intraday-Chart anhand der Three-Line-Break-Darstellung. Diese rote Linie war für uns das Einstiegssignal. Also normalerweise sollte das Papier jetzt weiter nach unten gehen bis zur grünen Linie bei 6 Dollar. So. Jetzt schauen wir uns unseren Wert Alexion Pharmaceutical an, der ja eigentlich schon vorher, bevor es zu diesem saisonalen Tief gekommen ist, einen Tiefpunkt ausgebildet hat, nachdem hier dieser Aufwärtstrend gebrochen wurde. Im Artikel ist es natürlich immer so ein kleines Problem, weil der Beitrag 6 Wochen vorher erstellt wird. Damals hatte ich geschrieben, die Aktie hat einen mittelfristigen Aufwärtstrend erfolgreich verteidigt, was natürlich jetzt nicht mehr der Fall ist. Und normalerweise erfolgt ja bei so einer Formation immer der Ausbruch nach oben. Jetzt ist natürlich die Aktie unten durch. Und das bedeutet für uns, wir müssen jetzt entscheiden, ist das überhaupt noch ein Long-Kandidat? Und wenn ja, wo? Weil Sie sehen ja hier, ab diesem Zeitpunkt soll die Aktie eigentlich saisonal nicht nur bis zu diesem Zeitpunkt, sondern auch bis zum März nächsten Jahres steigen. So, also, ich verschiebe mal jetzt wieder diesen grünen Dings nach links, damit wir mal ein bisschen mehr sehen. Mach das Ganze mal etwas breiter. So, und jetzt haben wir hier im Chart die 200-Tage-Linie, die momentan bei 173,86 etwas über diesem aktuellen Kurs liegt. Hier haben wir es nochmal genau, 173,86, 200-Tage-Linie. Das muss erstmal überschritten werden, oder aber die Aktie muss deutlich über diesen roten Widerstand. So, das Schöne ist natürlich jetzt, wir haben Widerstand und 200-Tage-Linie auf gleichem Kursniveau. Das heißt, die Aktie muss die nächsten Tage mit Schlusskurs über diese Marke aus dem Handel gehen und dann kann man oder sollte man anhand dieser saisonalen Strategie laut der Statistik long gain. 92% der letzten 12 Jahre konnten mit einem Gewinn abgeschlossen werden. Durchschnittsgewinn, jetzt kommt 25%, Maximalgewinn 63% und der Stop liegt, sollte bei 7,65% platziert werden, wenn man eingestiegen ist. Musste aber im schlimmsten Fall mit einem maximalen Verlust von 34% rechnen, wenn man denn so unschlau war, keinen Stop zu setzen. So, also das Ganze soll 137 Tage im Depot bleiben bis zum roten Ausstiegstag. So, und jetzt schauen wir wieder mal auf den Intraday-Chart, den habe ich jetzt schon mal etwas vorbereitet. Auch hier Three-Line-Break-Darstellung. Ich habe ja eben schon gesagt, die 200-Tage-Linie dient als Widerstand, die rote Linie dient als Widerstand. Und hier haben wir jetzt eine grüne Linie bei 174,66. Diese Linie ist für mich jetzt eigentlich der ideale Einstiegspunkt für eine saisonale Long-Position. Denn wir haben heute schon am IBEX 5 und heute ist ja Feiertag. Der DAX wird nicht gehandelt, der IBEX 35 ist aber heute massiv in den Keller marschiert, hat mehr als 2% verloren. Wir können also davon ausgehen,
Die Wall Street, die steht momentan mit minus 3,5%, der Future im Globex-System im Minus. Wir können also davon ausgehen, dass diese Aktie wahrscheinlich heute auch etwas nach unten geht. Und deshalb brauchen wir nach diesem Trendbruch, Moment, diesem Trendbruch hier, dieser blauen Unterscheidung dieser blauen Linie, wir brauchen Stärke und demzufolge 174,55 sollte man abwarten, damit diese Aktie ins Depot eventuell darf. Und hier habe ich jetzt nochmal entsprechende Ziel- und Stopplinien eingefügt. Wir wissen ja nie, ob ein Ziel, ein Durchschnittsziel von 23% anhand der Saisonalität auch erreicht wird. Aber der nächste logische Punkt, wo die Aktie hin könnte, wäre hier oben diese grüne Linie im Bereich von 180. Das sind natürlich etwas, nee, nicht 180, ist etwas, Moment, wo haben wir es hier? Bei 190, das wären knapp 10%. Bei 161 liegt die Marke hier unten, diese rote Linie, wo man seinen Stop platzieren soll. Das wäre 7,65% von der blauen gestrichelten waagerechten Einstiegslinie über diesem Three-Line-Break-Widerstand hier entfernt. Wieso können wir jetzt nicht gleich einsteigen? Werden natürlich einige Zuschauer jetzt fragen. Ganz einfach, Three-Line-Break ist ja so eine spezielle Darstellungsart und da wird ja ein Gegensignal, das heißt hier so ein schwarzer Balken generiert, wenn die letzten drei weißen Kästchen mit Schlusskurs unterschritten werden. Und Sie sehen, wir haben hier einen ganz schmalen Kasten, wir haben hier einen schmalen Kasten und wir haben hier einen schmalen Kasten. Das heißt, es braucht nicht viel, damit wir ein Gegensignal haben. Und dazu muss die Aktie nur unter 171 fallen. Das hier ist der Stundenchart. Und dann hätten wir ja erstmal ein Gegensignal nach unten. Mit den Vorgaben des Future-Handels würde ich da mal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist ganz gut, dass die Aktie erstmal nach unten läuft. Demzufolge, es bleibt dabei, wenn das nicht geschieht, wenn also diese rote Lichtlinie bei 171 nicht unterschritten wird, dann gilt für uns diese grüne Linie bei 174,55, 174,77 als ideale Einstiegslinie zum Aufbau einer Position in Alexion Pharmaceuticals aus Amerika. Biotech-Wert, der eigentlich ganz gut ganz gute Trendphasen ausbildet. So, wenn natürlich jetzt diese rote Linie hier unterschritten wird, dann ziehen wir unsere Einstiegslinie hier nach unten und dann wäre der Bereich von 172,21 unsere ideale Einstiegslinie. Ich kann natürlich nicht sehen, was der Markt jetzt schlussendlich tut. Deshalb ist das ja nur ein Update für Sie. Stärke zeigt sich hier schon gestern oder am Freitag. Die Aktie ist 2% nach oben gegangen. Da könnte es vielleicht sein, dass die Aktie, wenn sie heute Morgen oder heute vielleicht im Minus eröffnet, doch noch sich ins Positive schafft. Und dann wäre das vielleicht in Kombination mit der Überschreitung der blauen gestrichelten Linie ein Einstiegssignal. So, meine Damen und Herren, das war es wieder mal aus meiner Analystenstube. Es ist zwar heute Freitag, aber ich sollte eigentlich diesen Film schon am Freitag machen. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt der Film fertig und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Trades. Mal sehen, wie die Märkte die nächsten Wochen laufen. Wenn ich mir den IBEX 35 anschaue und der DAX morgen Ähnliches tut, dann heißt es buchstäblich sich anschnallen und das ist nicht gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Thomas Bob.